Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri und willkommen zurück im arktischen Hochland, wo wir unseren ersten Lufthafen gebaut haben und unsere ersten Arktis-Förderstätten bauen können. Das wird allerdings nicht ganz so einfach, denn so eine Arktis-Gasförderstätte braucht 250 Techniker zur Arbeit. Das ist also schon mal relativ heftig. Jetzt überlege ich gerade. Ja, also ich werde ihn jetzt erstmal nur planen. Weil noch können wir das ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht die Arbeiter dafür. Macht also keinen Sinn, das jetzt schon richtig aufzubauen. Aber planen sollten wir es auf jeden Fall schon, weil dieses Ding nämlich mit Wärme versorgt werden muss. Das heißt, als nächstes kommt schon mal das Wärmekraftwerk hier hin. Mal gucken, wie weit ich weg kann. Also das ist so das Maximum, würde ich sagen. Da würde ich das aufbauen und dann eben daran anschließen die Häuser. Die natürlich auch eine Kantine brauchen. Gucken wir mal. Ja. Bereit. Das ist schön. Ich wollte aber eigentlich das anklicken. Ja, ich überlege gerade, wo ich die Kantine am besten hinstelle. Die braucht natürlich eigentlich auch einen ganz guten Radius. Man könnte das hier nehmen. So. Daneben würde ich eigentlich fast so eine Post hinstellen wollen. Weil Post füllt auf jeden Fall die Häuser besser, das ist schon mal gut. Brauchen wir natürlich auch ein paar Steine hier. Und das Quartier. Ne, die Polarwacht meine ich. Die ist auch sehr wichtig. Die muss auf jeden Fall hier sein. Weil auch diese Gasförderstätten auch gerne mal in die Luft fliegen. Das kenne ich alles schon. Boah. Planen wir das hier alles mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der hier wirklich in die Ecke reinkommt. Nee. Aber diese drei würden gehen. Das ist also der Plan. Die Kantine werde ich schon mal aufstellen. Bei dem Heizofen. Kannst du dich mal so richtig austoben. Wir haben jetzt 20 Tonnen Kohle und wir haben jetzt gerade angefangen, hier ein bisschen mehr zu produzieren. Wir sind fast bei den 30 Tonnen. Na gut. Schauen wir uns erstmal die Taucherglockenaufgabe an. Nichts wie los. Geierperspektive. Wohin muss ich? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erreichen Sie die Tauchstelle mit Hilfe eines Echolots. Okay. Ist das hier? Nee. Ist irgendwas anderes. Ach, das muss ich erst noch finden, oder wie? Toll. Ah! Die Eiskrone ist hier. Werden wir gleich mal entladen und stattdessen Stahlbeton wieder in großen Mengen nach Manola bringen. Die brauchen wir für unser neuestes Bauprojekt. Neue Befehle? Ah, hier. Da geht's lang. Und tendenziell eher so ein bisschen in diese Richtung, wie es aussieht. Ja, wir nähern uns. Abdrehen beginnen! Kann ja dann nicht mehr so weit entfernt sein, oder? Zum Horizont! Na? Da ist es. Mal drehen. Okay, na dann tauchen wir mal. Mal gucken, was wir da finden.
19 Tonnen Schrott. Achso, das ist noch gar nicht alles. Ach, das ist noch gar nicht das, was wir suchen. Offenbar. Wir müssen hier noch ein bisschen weiter. Zum Horizont. Ja. Wendemanöver. Ist vermutlich eher auf der anderen Seite, denke ich. Müssen wir ein bisschen außen drum fahren. Da ist es. Hier mittendrin. Oh, das ist aber auch ein schöner Ort, um ein Schiff sinken zu lassen, oder? Noch mehr Schrott. So, und jetzt? Also da ist die Taucherstelle ja offenbar nicht gewesen. Fahren wir mal hier runter. Vielleicht kriegen wir ja ein Signal. Vielleicht muss ich auch irgendwann mal meinen Tauchoszillator gegen die bessere Variante austauschen. Ich würde mich mal eher so ein bisschen Richtung Mitte der Karte orientieren. Da ist die Chance, dass ich weitere Signale bekomme, vielleicht ein bisschen höher. Glaube ich zumindest. Wo soll ich denn das jetzt finden? Nö. Nicht hilfreich bisher. Nun gut. Unsere Expeditionen haben sich gemeldet. Parasitenbefall. Die Parasiten müssen aus dem Sumpfschlamm stammen, den sie hüfttief durchwatet haben. An Bord haben sie sich schnell verbreitet und ihre Mannschaft, die sich auf wahnwitzige Weise selbst zu heilen versucht, braucht dringend professionelle Hilfe. Aha, wir können sie entweder in Alkohol baden, das ist ein garantierter Erfolg, verbraucht einen Schnaps oder die Betroffenen behandeln plus 20% Erfolgschance. Gut, das ist ja dann klar, was man macht. Das macht mich noch krank. Ein köstliches Desinfektionsmittel. Die Leidenden finden immensen Gefallen daran, sich in das hochprozentige Bad zu stürzen. Tatsächlich ist diese neue Form der Alkoholaufnahme so unterhaltsam, dass sich selbst jene, die nicht betroffen sind, der Behandlung unterziehen. Okay. Okay. Irgendwelche Signale? Nein. Was macht die archäologische Expedition? Sonnenallergie. Vampirhafte Verletzungen? Der Pfad durch den Wald war unter dem dichten Unterholz kaum zu erkennen. Als die Mannschaft schließlich aus dem angenehmen Schatten der Bäume in die Sonne tritt, schwillt die Haut einiger Besatzungsmitglieder mit rotem Ausschlag und pochenden Blasen an. Es muss eine wissenschaftliche Erklärung für ihre plötzliche Photophobie geben. Herrje. Ja, die Ursache für ihre Schmerzen finden mit 65% Erfolgschance klingt ganz gut. Ihr Arzt hat sich hervorragend vorbereitet. Bei meinen Recherchen zu den Gefahren, denen wir in diesen Regionen begegnen können, habe ich etwas darüber gelesen. Sie müssen mit einem riesen Bärenklau in Berührung gekommen sein. Die Behandlung ist einfach. Der Sonne für eine Weile fernbleiben und die Haut vorsichtig mit klarem, kaltem Wasser abwaschen. Nach ein paar Stunden sind die Blasen abgeklungen und die Mannschaft kann ihren Weg fortsetzen. Hervorragend. Kaum Moral verloren bisher. So muss das. Tja, nur wo befindet sich hier der Schatz, den wir finden sollen? Das ist mir jetzt noch nicht so richtig klar geworden. Wendemanöver! Ja. Naja, schauen wir mal unterdessen nach Manula. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, unser zweites Luftschiff ist auch fertig. Gut. Ja, die sind jetzt natürlich hier. Ja. Kann auch nichts rauskommen. Wir haben halt derzeit nicht genug Kabel, um beide Motorenfabriken zu versorgen. Deshalb kommt es hier jetzt gerade zu einem kleinen Engpass. Zelluloid hätten wir aber genug. Ja, eigentlich könnte man diese Motorrollerfabrik schon bauen. Die ist auch gar nicht so groß, wie man sieht. Das geht eigentlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie viel größer ist.
Und kann ich die nicht bauen? Wurde angehalten. Auch dafür haben wir keinen Stahlbeton. Aha. So, und jetzt ist uns endgültig der Stahlbeton ausgegangen. Ja, na gut. Ja, da müssen wir jetzt kurz warten, bis das Schiff da ist. So, in der Arktis haben wir... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Erstens den ersten Siedler hier, also Gasparov ist mittlerweile auch angekommen, habe ich ja gesagt, dass es dann rund geht. Im Schwebezustand. Und was auch schön ist, wir haben jetzt genug Kohle auf dieser einen Insel und könnten jetzt eine Route errichten zwischen Upaluk und Port Defiant. Dort werden wir Kohle mitnehmen. Das ist schon mal das Erste. Das ist was für die Arktis. Ja. Dass diese Grundversorgung hier schon mal steht, damit werde ich dann auch hier den Heizofen anfeuern. Der wird sich jetzt hier gleich seine Kohle holen und dann kommt mal die Siedlung hier. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Oh, die drehen hier schon völlig am Rad. Also erstmal brauchen wir 100 Entdecker. Bei 15 Häusern mal 4 kommen wir leider gerade mal auf 60, weil mehr als 4 kriegen wir hier nicht unter. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Häuser. Vor allem brauchen wir deswegen auch viel mehr Holz. Ja, da handelt er schon. Höhe stabil. An sich brauchen wir natürlich irgendwann auch noch viel mehr Luftschiffe. Also eigentlich können wir schon... Na, wir könnten direkt ein drittes in Auftrag geben, wenn wir den Einfluss hätten. Also auch hier wieder natürlich das nächste Problem. Also wir brauchen mehrere Luftschiffe, die diese Siedlung dann versorgen werden. Mit allerlei Dingen. Baumaterial, Kohle, Essen und alles, was sie sonst so an Bedürfnissen haben. Ich gebe nicht auf, solange es einen Zufluchtsort gibt. Das ist gut. Ja, also alles, was wir hier haben, ne? Also Pemmikan, Öllampen, Schlafsäcke, Schnaps, all das müssen wir hierher bringen. Und deswegen, es versteht jetzt vielleicht auch, warum ich hier schon so hinterher war, die Produktion auf weiter zu erweitern, weil das sonst hier einfach nicht reichen wird. Also jetzt haben wir es hier langsam mal. Ich werde jetzt hier überall mal Mindestlagerbestände von 30 Tonnen einstellen. Das machen wir schon mal. Damit wir hier demnächst auch die Routen schon festlegen können. Hier gehe ich mal auf 50 Tonnen, weil wir das sowieso importieren. Genauso wie hier. Ja, bei den Parkers können wir das genauso machen. Und die Hundeschlitten, naja, gut, da sind wir jetzt sowieso noch nicht so weit. Gucken wir mal, Brot. Das Brot habe ich ja für die... Glauben, dass ich hier bin. Das hatte ich ja für die Entdecker, genau. Das müssen wir nicht zwangsläufig darüber bringen. Kann man natürlich machen. Rum und Dynamit wäre dann irgendwann nochmal eine Idee, dass man das auch nochmal ein bisschen unterstützt. So. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Aha, die Expedition ist wieder da. Was hat sie gefunden? Oh, den Tambacto-Diorama, das heilige Buch und die Statue von Anubis. Wow. Na, das waren jetzt schon ziemlich coole Sachen und wir haben ja hier auch noch die verzierte Lehmfliese unterwegs gefunden. Sehr schön. Wieder was fürs Museum. Das hat jetzt allerdings auch kaum noch Platz. Tja, muss man sich hier schon fast überlegen. Ich werde mal das Tambacto-Diorama erstmal nehmen. Da fehlt uns auch nur noch eins. Hier fehlt uns nur noch eins. Und dann hätten wir diese Sammlung auch schon. Das ist alles in Besa übrigens, ne? Also da haben wir richtig ordentlich schon was gefunden. Ja, da können wir eigentlich gleich die nächste Expedition starten. Eine Piratenjagd diesmal vielleicht. Mit der Wolkenbruch.
Gut, die Heilkunst hat eine Siedlung errichtet. Der nächste. Ja, die Redegabe brauchen wir hier nicht so zwangsläufig. Besser wäre es, wenn wir unsere Gefechtskunde hier nochmal verbessern würden. Hier mit dem Vizeadmiral vielleicht. Das wäre gut. Und wir können ja hier auch den Schiffskaplan wieder mitnehmen. Oder... Ah, wir lassen das. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Kampfkraft. Hier können wir nichts weiter machen. Wir brauchen noch ein paar Rationen. Zum Beispiel in Form von Bier. Schnaps sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Mal ein bisschen Schnaps dazu. Ja, wird schon passen. Äußerst verheißungsvolle Karten. Aha, eine 3-Sterne archäologische Expedition haben wir direkt noch bekommen. Und die Ausstellung ist fertig. Mal gucken, wie gut sie lief. Perfekt. Das kennen wir hier schon. Schatz- und Marktanteil und eine Geschenktruhe von Kahina. Na dann, zeig mal her. Was kannst du heute verschiffen, Rakete? Und noch eine Schatzsuche für die Arktis, der Abgrund des Megalodon. Ja, also von dieser Anniversary-Ausstellung bin ich bisher noch nicht so extrem angetan, muss ich zugeben. Aber alles andere finde ich eigentlich cool. Trotzdem werde ich da jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Weil wir jetzt ein bisschen die Vorräte erst wieder aufstocken müssen. Die Amazonen. Bei den ausgezeichneten Kriegern handelt es sich ausschließlich um Frauen. Die Erkundung der verlassenen Küstensiedlung ist eine willkommene Gelegenheit, um zu plündern, doch die Mannschaft ist hier nicht allein. Als sie die Absperrung des Dorfes durchbrechen, stoßen sie auf eine Gruppe von Kriegern, die mit einer katzenartigen Bewegung sofort eine perfekte Verteidigungsformation einnehmen. Unter ihnen ist kein einziger Mann. Okay, ja, entweder wir versuchen friedliche Absichten zu präsentieren, plus 50% Erfolgschance, oder wir verbeugen uns vor der Göttin, plus 40%. Ja, nehmen wir mal die friedlichen Absichten. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Kriechen ist kein Zeichen von Respekt. Der Diplomat behandelt die Frauen wie Wilde, kniet sich vor ihnen nieder und gibt dabei U- und A-Laute von sich, die selbst von der Mannschaft als beleidigend empfunden werden. Eine der Kriegerinnen tritt nach vorn und rammt dem Unfähigen eine Lanze in den Oberschenkel. Ach herrje, oh, da müssen wir wohl auf die Gewalt mit gleicher Weise reagieren, plus 50% durch Kampfkraft. Die Pistolen bieten einen hinterhältigen Vorteil. Während die Kriegerinnen mit Lanzen und kurzen Kriegshämmern kämpfen, ziehen die Seeleute die Pistolen und schießen auf sie ein. Die Frauen ziehen sich zurück, bergen ihre Verwundeten und Toten, während die Mannschaft den bitteren Sieg genießt. Wie wäre es ihnen wohl ohne Pistolen ergangen? Ja, vermutlich nicht so gut. Ah, vielleicht hätten wir doch das andere machen sollen. Naja. Hinterher ist man immer klüger. Na gut. Achso, richtig. Wir haben ja hier noch was zu tun mit dem Bergungsschiff. Hier ist nochmal ein Signal. Sogar mehrere. Wie viel Zeit habe ich noch? 15 Minuten, gut. Das wird wohl gehen. Hier ist noch irgendwas anderes. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Zum Horizont. Ist ja mehr oder weniger in derselben Richtung. Da. Sind unterwegs. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Ist wieder ein Item entwickelt worden. Da müsste ich auch mal wieder gucken, ob die noch beschäftigt sind. Oh, 26 Tonnen Perlen, das sehe ich gerne. Wendemanöver! Fahren wir mal in diese Richtung grob. Oh, hier wäre auch noch mal was. Das ist auch ganz nah. Moment. Da hinten. Sind unterwegs. So viel Zeit muss sein. Oha,
Goldbarren und besonderen Schrott. Naja, aber jetzt machen wir uns wirklich hier auf den Weg. Und schauen mal kurz hier im Forschungszentrum vorbei, ob der noch beschäftigt ist. Moment mal, wo sehe ich denn das eigentlich? Oh, die haben tatsächlich gerade nichts zu tun. Huh, was können wir denn da mal machen? Habe ich noch ein paar schöne Items zu entwickeln? Ich habe da jetzt überhaupt keinen Überblick mehr so richtig. Zuchtbecken. Was fände ich denn noch gut? Das mit den Walfängern wäre natürlich schon irgendwie cool, ne? Das würde uns in der Arktis echt helfen. Für poetische Abende in blauem Flanell. Das hier. Gin hingegen ist etwas ganz Besonderes. Er lässt Träume wahr werden. Das hier finde ich auch gut. Mit der Gänsefarm und der Huskyfarm, da werde ich mal ein bisschen was für die Arktis entwickeln. Polizeireviere. Manches davon haben wir natürlich auch schon. Naja, belassen wir es mal bei diesen beiden Sachen. Wir gehen mal zu den bahnbrechenden Entwicklungen. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar Campusgenehmigungen reinnehmen und ja, das brauche ich eigentlich gerade nicht. Gucken wir einfach mal, was wir hier vielleicht noch ein bisschen freischalten können. Was gibt's denn hier? Welches Thema ist genehm? Ich finde das hier am nützlichsten. In welche Technologie wollen wir investieren? Tja, in welche Technologie wollen wir investieren? Ich glaube in die Industrietechnologie und bei der Talententwicklung. Neue Talente braucht das Land. Ja, Tierhöfe, Brillenfabrik plus 40% Produktivität und zusätzliche Waren Glas, auch sehr stark. Das ist sehr stark, das nehmen wir. Wir müssen hier noch ein paar Punkte loswerden, deswegen mache ich das gerade. Dschungel des Ostens. Naja, manches davon haben wir natürlich schon, aber naja. Baumschulen. Die haben wir ja gerade bekommen. Podium und Kloster plus 15% Reichweite. Ja, das ist so ganz nett. Wir nehmen mal das hier. Chemikanräucherei. Uhrenwerkstatt, das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ja, ich nehme das hier. Gut. Dann kurzer Blick auf die Condor. Hier ist schon mal der Tauchort. Da ist auch noch ein anderer. Nur ob ich das jetzt hier auch noch unterkriege, das wage ich zu bezweifeln. Das Schiff ist schon ganz schön voll. Ja, wir haben die Belohnung gefunden. Können das dem alten Nate mal bringen. Hier hinten wäre noch mal was. Naja, ob ich mir das merken kann, ich wage es zu bezweifeln. In der neuen Welt ist auf jeden Fall unser Stahlbeton angekommen. Dann kann nämlich auch die Baustelle weitergehen. Und vor allem kann auch hier die Motorrollerfabrik loslegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Kupfer schon reicht. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheiten nehmen. Ja. So viel Zeit nun auch wieder nicht. Aber mehr Motorroller, das bringt schon mal plus 5 Artistas pro Haus. Nicht, dass es jetzt super dringend wäre, aber man hat das natürlich gerne. Zumal da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also bei 6000 ist hier noch lange nicht vorbei. Übrigens sind wir kurz davor, die nächste Einflussstufe zu bekommen. Nur 2000 Leute mehr und wir hätten es. Das wäre wieder ein Fall für Cap Trelawney, würde ich behaupten. Jetzt kommen die schon wieder mit ihren Luftflugblättern und so. Hm.
Tja, lassen wir hier noch einen aufsteigen. Damit könnten wir es schaffen. Hat sich eigentlich in der neuen Welt das mit den Kräutern geklärt? Hast du alle losen Enden verbunden? Sieht auf jeden Fall besser aus. Der alte Nate fragt, ob wir bereit sind, die Aufgabe abzuschließen. Klar. Ja, ganz genau, wie ich es mag. Ja, also Kräuter scheint jetzt wieder stabil zu sein. Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeit. Hier in Xolotl sind die Kräutervorräte auch nicht wirklich runtergegangen. Wir können das sogar noch ausweiten. Wir werden hier einfach 150 Tonnen auch da mitnehmen. Weil es bringt uns ja nichts, wenn der hier nicht fertig produzieren kann, weil ständig das Lager voll ist. Da werden wir lieber erstens das Lager ein bisschen erweitern. Hier hinten zum Beispiel auch. So. Für alles, was ich hier fände, gebührte dir der Dank. Wo will sie hin? An dieses kleine Inselchen will sie sich jetzt ranschmarotzen. Naja. Eine beeindruckende Vegetation. Naja, ich hab's ja gesagt, dass jetzt die KI hier langsam auftaucht. Man sieht das jetzt hier auch schon. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja. Ist auch völlig in Ordnung, dass die jetzt auch hier sind. Achso, ich wollte hier auf jeden Fall noch Holz hinbringen. Propeller drehen sich. Jetzt ist ja auch schon wieder ein bisschen was da. Holz. Haben wir noch irgendwas, was wir hier schon mal lagern könnten? Ein bisschen Pemmikan. Und ein paar Schlafsäcke. Bringen wir das einfach schon mal so Stück für Stück hier rüber. Kohle scheint auch zu funktionieren. Ja, das ist ziemlich voll. Man kann das leider hier noch nicht ausbauen. Könnten wir aber tatsächlich, wenn wir das Holz da haben. Wir müssen noch 10 Häuser, 10 Entdeckerhäuser bauen. Vorbereiten kann man ja schon mal. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Na, machen wir das nach dem bewährten Prinzip. Hier zwei, da noch einer hin. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sogar mehr als wir brauchen. Sehr gut. Die Expedition. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Angst vor dem Licht. Dieser Mann ist schwer krank. Mehrere Matrosen klopfen an die Tür zur Kabine des Schiffsarztes. Sie tragen einen fiebrigen Freund herein, der in einem wachen Augenblick etwas von brennender Helligkeit murmelt und die Augen schließt, um sie vor dem Dämmerlicht unter Deck zu schützen. Die Untersuchung des Arztes könnte mehrere Symptome enthüllen, aber sollte der wirre Patient nicht stattdessen abgesondert werden? Nee, also wir werden ihn natürlich untersuchen. Die Symptome sprechen für sich. Der Hals des Mannes ist steif, seine Atmung unregelmäßig und die Wangen sind paralysiert. Während der Arzt dem Rest der Besatzung die Details der Meningitis erklärt, erbebt der Patient plötzlich unter einem Anfall von solcher Stärke, dass sich sein ganzer Körper nach oben durchbiegt und in einer pyramidenartigen Pose erstarrt. Er schreit den Namen ihres Arztes, bevor er erschlafft und tot liegen bleibt. Tja, war das das Delirium eines sterbenden Mannes oder die Anklage eines Opfers? Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube eigentlich nicht. Oh nein, die Erklärung des Arztes ist nicht überzeugend. Er stottert vor sich hin und demonstriert eher oberflächliches Wissen über die Krankheit des Toten. Und obwohl der Arzt die Erkrankung korrekt identifiziert zu haben scheint, so kann er den beeindruckenden Tod, den die Mannschaft soeben erlebt hat, nicht hinreichend begründen. Zweifel bleiben bestehen und der Arzt verbringt den Rest der Expedition isoliert in einer Quarantäne aus Missachtung und Misstrauen. Ach herrje. Hätten wir ihn gleich beschuldigen sollen? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Stein hier hinbringen. Ich überlege gerade, ob wir hierfür schon mal irgendwas wegtransportieren können. Zum Beispiel Gold. Wäre eine gute Idee. Ja, das Problem ist, dass wir die Sachen hier eigentlich auch selber brauchen. Nehmen wir 60 Tonnen Gold mit und bringen das mal nach Cap Trelawney. Werden dort Steine einladen und die dann hier rüberbringen, damit wir hier ein bisschen mehr aufbauen können. Tja, und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit unserer Hochlandsiedlung und vielem mehr. Vielleicht werden wir auch unser Stadion weiterbauen. Man wird sehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.